Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial erneut zu dem Thema Sidechaining mit FL Studio und Neutron, in dem Fall Version 3. Ich möchte diese kleine Tradition fortführen und das ganze Thema auch noch mit Neutron 3 erklären, das ja letztes Jahr rausgekommen ist. Es wird allerdings nicht lange dauern, denn vieles ähnelt sich ja doch. Kleinigkeiten sind zwar anders, aber das werden wir gleich sehen. Dazu habe ich hier ein kleines Stück ausgewählt, was, glaube ich, ganz gut geeignet ist. Ja, das ist ja super vorbereitet. Ich sehe nämlich gerade die Kick auf 1. Die ist gar nicht auf 1. Dann haben wir die Audiospuren. So, da haben wir sie. Das ist nämlich diese hier. Das ist schnell erledigt. So. Und wir brauchen natürlich hier eine Instanz von Neutron. Das machen wir. Komplettpaket. Nennen das Ganze natürlich Kick. So, dann kommt das, was immer üblich war. Wir lassen den Kanal hier praktisch gehighlightet, sage ich mal. Wo sind wir denn? Hier. Und gehen hier auf Sidechain to this track. Das ist wie immer und ändert sich hier auch nicht. Ich nehme mal nur einen Subbase. Das ist ja vollkommen ausreichend. Hier auch wieder einmal Neutron aufmachen. Man kann auch den Equalizer natürlich nehmen. Das mache ich jetzt eben nicht wie vorher über den Kompressor, sondern über den Equalizer. Das geht wunderbar, kein Problem. Nennen das Ganze natürlich, ja, wie nennen wir es? Ja klar, Subbase. So, dann müssen wir hier natürlich noch die Verbindung schaffen. Wir gehen hier auf Processing, Stereo, Aux In und da finden wir unsere Kick schon. Damit ist die Verbindung da. Und können hier meinetwegen einen von diesen Bereichen, hier ein Frequenzband, das erste hier nehmen. Ich gehe mal auf Bell und man muss natürlich hier Dynamic angeben, Sidechain und wie früher auch extern und zwar Full Signal. Also ja, das müsste alles sein. Ja, ich mache das jetzt mal willkürlich. Man kann ja auch mal kurz reinhören. Jetzt haben wir beide Instanzen hier offen und ich kann hier auf Masking gehen und mal eben gucken, was es da tut. Ja, gut, ich habe das jetzt einfach nur mal so irgendwo hingesetzt, hingelegt, diese Absenkung des Bandes. Das kann man natürlich noch sehr viel genauer machen. Ich würde zum Beispiel auch die Sensitivity vielleicht ein bisschen anheben, mal gucken, was sich da tut. Das können wir gerade mal machen. Nee, so. Ja, jetzt sieht man schon mehr. Hier oben kommen diese Streifen runter. Da kann man natürlich genauer gucken. Sehr praktisch, dass man das gleich in diesem Fenster machen kann. Ja, jetzt versteht man mich gar nicht mehr. Also man kann in diesem Fenster gleich das erledigen. Das ist natürlich sehr praktisch. Und gucken, dass man das Signal so runterregelt an der Stelle, dass da eben keine Komplikationen mehr erscheinen. Ja, das war es im Grunde schon. Sollten Fragen sein, Anregungen, Wünsche, bitte gerne immer zu mir. Und
In Kürze werde ich vielleicht auch noch mal ein Tutorial zum Thema Reverb und Delay machen, vielleicht so ein bisschen fortgeschrittener. Ansonsten wünsche ich alles Gute und gutes Gelingen bei euren Werken, die ihr vorhabt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.